Bei uns steht das Wohlergehen unserer Patientinnen und Patienten im Vordergrund. Privatklinik Lindberg. Wie entsteht ein Halux und was kann man dagegen tun? Diese Frage steht heute im Zentrum von TopMed, einem Medizintag in Zusammenarbeit mit der Privatklinik Lindberg. Grüezi miteinander bei uns heute im Studio der Dr. Martin Lutherburg, Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie vom Bewegungsapparat. Herzlich willkommen. Und dann haben wir zwei Patienten, die vor kurzem von Dr. Lutherburg operiert worden sind. In der Fachsprache Hallux Valgus nennt sich die Operation, die Sie hinter sich haben. Das ist zum einen Frau Meichtri, herzlich willkommen, und der Herr Landolt. Herr Landolt, ich will bei Ihnen anfangen. Sie sind vor 4 Wochen operiert worden. Wie geht es Ihnen denn heute? Also mir geht es sehr gut, muss ich sagen. Ich habe eigentlich nie Schmerzen gehabt. Und ja, ich bin eigentlich hochzufrieden, ich kann nichts anderes sagen. Sie sind heute auch mit einem sehr schicken Schuh da angekommen. Den müssen Sie noch einen Moment anhaben, oder? Ja, den muss ich 6 Wochen anhaben, einfach um den Heilungsprozess nicht zu unterbrechen, sagt man dem, glaube ich. Ja, und es ist ein komisch zum Laufen, weil du kannst den Fuß nicht abrollen, was man eigentlich auch nicht sieht. Im Moment wahrscheinlich noch. Aber das ist eine reine Gewohnheitssache. Das heisst also, nach so einer Operation sollte man ein bisschen schonen, aber Stöcke oder so braucht es nicht, man darf belasten. Absolut. Das ist auch wichtig, dass Patienten mobil sind. Thromboseprophylaxe ist wichtig diesbezüglich. Und der Schuh hat eigentlich einen Vorteil, dass man geschützt ist gegen allfälliges Anschlagen und so weiter und zu viel Bewegung. Frau Meichtri, bei Ihnen ist es bereits 3 Monate her und ich sehe, Sie tragen nicht mehr das schicke Modell, das der Herr Landolt hat, sondern Sie haben wieder normale Schuhe an. Und ich bin erstaunt, auch Schuhe mit Absatz. Das bedeutet, Ihnen geht es wahrscheinlich auch gut, oder? Mir geht es sehr gut, ja. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt? Wie schmerzhaft war das? Es war überraschend nicht schmerzhaft. Ich dachte, es sei viel schlimmer. Nein, ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Klar, merkt man am Anfang, dass man da etwas gemacht hat, aber es ist sehr, sehr gut verlaufen. Mhm. Erstaunlich ist ja, wir haben 2 Patienten heute da. So im Volksmund sagt man, dass vom Hallux vor allem Frauen betroffen sind, die viel hohe Schuhe haben. In dem Fall stimmt das nicht. Der Herr Landolt wird selten mit hohen Schuhen unterwegs sein. Das ist auch so. Die Ursache von der Hallux, wenn man vom Hallux redet, reden wir von der Grosszehe. Der Patient kommt aber nicht wegen der Grosszehe, sondern wegen Schmerzen und wegen der Abweichung vom Grosszehe. Und die Abweichung ist eigentlich die Folge von einem breiten Fuß, wo in den Schuhen Schmerzen verursacht. Und dann kommen Patienten. Und jetzt die Ursache, dass das passiert, ist eben multifaktoriell. Das heisst, wir haben mehrere Ursachen. Eins ist unter anderem das Bindegewebe, das dehnbar ist. Das andere ist Belastung, das Körpergewicht. Das dritte ist allenfalls eine muskuläre Schwäche, die dem noch hätte entgegenwirken können. Und jetzt kommt der Schuh. Der Schuh verkümmert ein bisschen unsere Fußmuskeln. Und wenn man hohe Absätze trägt, nimmt das eher zu. Aber der Hochabsatzschuh ist nur einer von vielen Faktoren. Mhm. Wenn Sie sagen, die Schuhe sind ein bisschen geschult, wenn man jetzt ausschließlich barfuß laufen, kennt man keinen Hallux über? Es gibt Untersuchungen von Barfußvölkern, die genau zeigen, dass wenn man das Leben lang könnte barfuß laufen, was wir leider nicht können im Winter, dass die Muskulatur so kräftig ist, dass man das weniger hat. Es gibt auch Sportarten, die das ein bisschen fördern, aber wenn jemand eine Dehnbarkeit hat, die einfach überdurchschnittlich ist, wird es auch dort einen breiten Fuß geben. Also man hat mit der Muskulatur nur eine begrenzte Korrekturmöglichkeit. Wie häufig kommt das vor? Also man rechnet, dass etwa 60-80% der Bevölkerung in ihrem Leben mit Problemen im Vorfuß zu tun haben. Mhm. Bei dem Breitwerden des Fußes kommen mehrere Faktoren. Der Grosszehe weicht ab, der Fuß wird breit, es gibt einen Knochen, der raussteht, der tut weh. Es gibt Verkürzungen, die zu Hammerzehen und Krallzehen führen. Gelenke werden nicht mehr korrekt belastet, es gibt Abnützungen. Also wir haben nicht nur die Breite des Fußes, die wir korrigieren müssen, sondern wir haben noch Nebenschauplätze, Arthrosen, Hammerzehen. Mhm. Das ist ein Thema für sich. Aber heute reden wir über die Behandlung des Breitwerden.
zweiten Fuß. Wie lang ist denn Ihr Leidensweg mit dem Hallux Valgus gewesen, bis Sie sich entschieden haben, etwas zu machen? Ja, sicher 20 Jahre. 20 Jahre? Ja. Und da sind Sie nie früher auf die Idee gekommen, man könnte vielleicht das in irgendeiner Form operativ behandeln? Mal, ich habe es immer im Hinterkopf gehabt. Und warum haben Sie es nicht gemacht so lange? Ja, einfach ein bisschen aus. Ja, ein bisschen, ich dachte, es wäre schlimm. Und ja, ich habe auch verschiedene Sachen gehört, dass es nicht so gut ist, einen Hallux zu operieren. Was hat denn das für einen Einfluss auf Ihre Lebensqualität gehabt und auf Ihre Schuhauswahl? Ja, ich konnte nicht immer können die schönen Schuhe anlegen. Und ich habe auf meine Lebensqualität ja, habe ich müssen flache Schuhe tragen. Und ja, das hat halt schon ein bisschen Einfluss gehabt. Und wenn Sie mal Höhe angelegt haben, dann mussten Sie auf die Zehe beissen? Ja, dann haben Sie wirklich nachher Schmerzen gehabt? Ja. Und haben Sie die selber ein bisschen behandelt? Haben Sie selber ein bisschen daran herumgedöckterlet? Oder was haben Sie gemacht? Ich habe verschiedene Sachen probiert, natürlich. Ich habe probiert mit der Schiene, das über die Nacht. Aber es hat eigentlich nichts bewirkt. Mhm. Wenn man so ein bisschen umschaut, das mit der Schiene, die Frau Meichter erwähnt, das begegnet einem häufig, da wird einem auch versprochen, es brauche ich keine Operation, wenn man die Schiene über ein paar Wochen anlege, dann sei der Hallux Valgus korrigiert. Ist das so? Nützt Nein, das habe ich nie gesehen. Wenn es darum geht, wie kann ich eine Operation rauszögern, also die konservative Behandlung, sage ich immer, entweder behandelt man den Fuß oder den Schuh. Und beim Schuh behandeln heisst, einen, der weich ist, einen, der weit ist, das hilft. Einlagen auch zum Beispiel haben keine Einwirkung auf die Breite des Fuß. Also konservativ kann man fast nichts machen, man kann ein bisschen Schmerzmittel nehmen, aber das Effektivste ist das Vermeiden von einem Druck im Schuh. Wie war das bei Ihnen mit den Schmerzen? Wann haben Sie festgestellt, dass man da etwas machen muss? Ja, festgestellt etwa vor guten Jahren hat das angefangen. Also habe ich den schon länger, den Knochen, der vorgestanden ist, schon länger, aber es hat nicht wehgetan. Mhm. Und etwa vor einem guten Jahr hat es das angefangen, Schmerzen gegeben. Es hat sich angefangen zu entzünden, dann ist es wieder mal weg. Dann ist es wieder gekommen, dann ist es wieder vor eine Woche, zwei. Und dann mit der Zeit ist das immer mehr geworden. Am Schluss, ja, Ende letzten Jahres ist es einfach so gewesen, dass ich eigentlich praktisch nur noch Schmerzen hatte. Ich konnte fast nicht mehr recht können laufen. Immer so den Fuß so quer, dass ich auch nicht da drauf auf den Fußball stehe. Dann könnte es auch eine Fehlstellung vom Fuß geben, wenn man immer so ein bisschen komisch belastet. Und oder? Dann habe ich auch gesagt, jetzt muss ich etwas machen, weil das kann es nicht sein. Oder? Mhm. Die Schuhe sind, wie der Doktor sagt, auch immer breiter geworden. Und ja, schlussendlich hätte ich dann eben wahrscheinlich müssen barfuß laufen. Das ist eigentlich fast nicht möglich bei uns. Vor allem während der Winterzeit. Ja. Nicht jetzt im Frühling, Sommer geht es vielleicht noch eher. Ja, auffallen würde man aber sowieso auch, wenn man permanent barfuß unterwegs ist. Wir können uns die Röntgenbilder von der Frau Meichtri schnell anschauen. Ich bitte Sie schnell zu erklären, was man auf diesen Bildern da genau sieht. Das sind Bilder vor und nach der Operation. Links ein relativ breiter Fuß und rechts nach der Operation eben der schmalere Fuß. Vor allem im Grosszehenbereich sieht man, wie der Knochen jetzt viel näher am Fuß zu ist. Man sieht auch die verschiedenen Metallimplantate, die wir gebraucht haben, um den Knochen zu verschrauben. Und dann sieht man dort noch zwei Plättchen. Ich komme nachher noch drauf zu, wo das Ganze noch ein bisschen zusammenheben. Das machen wir als Sicherung, damit es nicht wieder im Verlauf der nächsten Jahre wieder zu einem breiteren Fuß kommt. Das ist das Röntgenbild. Wir können uns aber auch den Fuß selber anschauen, wie er dann ausgesehen hat vorher und vor allem auch, wie er jetzt aussieht. Der Zustand vorher ist links, Zustand 3 Monate jetzt nach Operation ist rechts. Wenn man ganz genau schaut, sieht man halt doch auch noch eine gewisse Restschwellung. Aber man sieht die Schmalheit, die wieder eingetreten ist. Und der Zehe steht auch ein bisschen besser. Also man sieht vor allem auch, wenn man vergleicht beim Linken, dass es nicht mehr so raussteht, wie es eben typisch ist für einen Hallux Valgus. Sind Sie zufrieden mit dem Resultat, Frau Meichtri? Ja. Sie das also so gesehen, die Geschwulste, die ist immer noch ein bisschen da? Ja, aber nicht auffallend. Also es ist ein bisschen da, aber es ist nicht schlimm. Und Schmerzen haben Sie keine mehr? Nein. Wir können uns auch Bilder von innen anschauen. Die sind noch etwas neuer als die von der Frau Meichtri. Da gibt es aber auch den einen oder anderen Unterschied. Vielleicht können Sie uns den kurz erklären, was wir hier auf dem Röntgenbild von Melando sehen.
Das ist ein Zustand links vor der Operation und rechts jetzt das Bild, wo wir 2 Wochen nach der Operation gemacht haben. Auch da ist es darum gegangen, den Fuß schmäler zu machen mit dem Metallimplantat. Zusätzlich haben wir bei ihm noch eine Krummheit von der Grosszehe selbst korrigiert mit dieser langen Schraube vorne. Das Grundprinzip ist aber genau das gleiche. Schmalheit vom Mittelfuß zur Korrektur von der Grosszehe. Da sieht man jetzt aber auch die Schraube, die drin ist, die ist länger als vorhin bei der Vermeichterin. Absolut richtig. Das wird individuell angepasst. Wie haben dann Sie die Zeit erlebt von der Operation? Haben Sie zum Beispiel Vollnarkose gehabt? Ich hatte Vollnarkose, ja. Also, ich habe nichts mitbekommen, absolut nichts. Ich weiss nur, dass ich in, vom Zimmer rausgeholt worden bin und nachher ist eigentlich Faderriss. Und dann bin ich irgendwann wieder verwacht, aber zwischendrin gar nichts. Dann war alles gemacht. Ja. Und das Resultat von Ihren Füßen können wir uns auch noch schnell anschauen. Ich glaube, das ist rund ums Fädenziehen herum, wo es so ausgesehen hat. Ist dann 2 Wochen nach Operation. Erstaunlich wenig schwellig, muss ich sagen. Er ist ein Patient, der wenig Hämatom und wenig Schwellig hat. Aber es ist eine normale Entwicklung. Aber ein bisschen blutig sieht schon aus. Das ist also richtig. Unblutig ist die Operation nicht? Nein, leider nicht. Wir müssen uns mit dieser Tatsache auseinandersetzen. Und das können wir auch zeigen, weil wir haben nämlich beim Herrn Landolt bei deren Operation, die Sie durchgeführt haben, Herr Dr. Lauterburg, dürfen mit dabei sein in der Privatklinik Lindberg. Und die Operation die hat so ausgesehen, ich bitte Sie schnell zu erklären, was Sie da genau gemacht haben. Wir sind im Operationssaal, wir haben die Röntgenbilder parat vom Patienten. Wir gehen immer mit den Patientendaten nochmal durch. Und dann geht es einen Prozess durch, wo normal ist, Desinfektionen, Abdeckung, die Instrumente werden kontrolliert. Und dann gibt es einen Zugang zum Fuß von der Innenseite, dort wo der Höcker ist. Der wird abgedreht. Und wir operieren ohne Blutspere. Das ist eigentlich mein Geheimnis, weil das gibt weniger Schwellung und tut weniger weh. Es blutet ein bisschen mehr, das ist so. Wir haben uns daran gewöhnt. Wir müssen die Gefäße veröden mit dem Elektrogerät. Und dann wird der Knochen auf der Seite, nachdem er freigelegt ist, der Höcker wird abgedreht mit einer Säge. Was passiert jetzt? Das gehört immer dazu. Das sind die ersten 5-6 mm, wo man schon mal Schmalheit erzeugt. Tönt aber brachial. Es tönt wie eine Sage, das ist so. Patienten hören das nicht gerne. Wir haben uns daran gewöhnt. Das ist unser Brot tägliche. Und da tun wir den Knochen dann noch horizontal durchtrennen, damit wir ihn verschieben können. Wir wollen einen schmalen Mittelfuß haben. Und Dr. Niemann und ich operieren immer zusammen. Das heisst, wir müssen nicht wechseln, wir müssen die Sterilität nicht gefährden. Das wird verschraubt und das ist das Fadensystem, das ich genial finde, zur Sicherung von dieser Schmalheit, dass der Fuß nicht wieder mit dem Mittelfuß breit wird. Und das Fadensystem, das bleibt dann drin? Also die Fäden sind jetzt in diesen beiden Füßen von diesen beiden Patienten drin? Man sieht, auf den Röntgenbildern hat man nur Blättchen gesehen, aber den Faden sieht man nicht. Ja. Und was ist denn der Vorteil von dieser Methode? Es ist eine Methode, die garantiert, dass der Mittelfuß in Zukunft nicht wieder Tendenz hat, zum breit zu werden. Sie haben uns ja noch eine Animation mitgebracht, wo man das noch etwas vertiefter anschauen kann. Ich bitte Sie, hier schnell zu erklären, was man da. Es gibt verschiedene Techniken, wie man den Knochen trennen kann. Da sehen Sie eine vordere Trennung. Ich mache die Z-förmige Trennung. Der Vorteil von dieser Technik ist, ich kann alle Optionen. Ich kann also schieben, drehen, verlängern, verkürzen. Und es ist eine grosse Auflagefläche, die mit diesen 2 Schrauben fixiert wird. Und das garantiert einfach eine gute Stabilität. Da sehen Sie das Prinzip, dass man den Höcker abdreht. Und jetzt mit dem Fadensystem, da sehen Sie, wenn der Mittelfuß schmal wird, wie sich die Zehe ausrichtet und gerade wird. Das ist das Prinzip der Hallux Valgus Operation, also man korrigiert den Mittelfuß. Das Fadensystem führen wir mit einem Zielgerät durchführen. Und hat rechts und links an beiden Knochenoberflächen ein Blättchen als Widerlager. Und dann wird der Faden in der Stellung, wo man den Fuß heben will, angezogen und knotet. Ich habe ab und zu mal einen Patienten, der das Blättchen stört, dann kann man es rausnehmen. Darum die wir in der Regel, wenn wir eine Korrektur machen, 2 Fadensysteme einziehen. Also Blättchen könnten unter Umständen ausgestört sein, jetzt zum Beispiel von Meichtri? Das merke ich nicht. Und bei Ihnen ist es wahrscheinlich fast noch zu früh, um das zu beurteilen. Wäre aber wahrscheinlich erst nach einem Jahr möglich, oder? Also die sagen, das tut mir weh, spüren das nach einem halben Jahr.
Wir müssen vor allem verhindern, dass das Blättchen sich aufstellt. Wenn es so parallel zum Knochen liegt, spürt es die Patienten nicht. Und bei den Fäden, da ist noch nie jemand gekommen, der gesagt hat, das stört mich, ich merke das. Das spürt man gar nicht. Absolut. Erstaunt ja eigentlich. Ja, eben darum frage ich auch nach. Ja. Und ist schon ein System, das im ersten Moment, wenn man es auf der Animation sieht, so ein bisschen komisch aussieht, wenn man das zusammenzieht. Aber da spüren sie auch absolut nichts davon, oder? Bei einer Operation ist es ja auch immer so, da redet man von Erfolgsquoten. Wie gross ist denn die Erfolgsquote bei dieser Art von Hallux-Valgus-Operation? Praktisch 100%? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also wenn ich den Erfolg definiere als eine Korrektur von einem breiten Fuß zu einem schmalen Fuß und ich das noch sichere mit dem Fadensystem, dann muss ich sagen, das bringe ich zu 100% an. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist Nebenbaustellen. Ich habe Arthrosen, ich habe Hammerzehen. Wenn man die korrigiert, dort haben wir viel mehr Mühe, ein gutes Resultat anzubringen. Zum Teil sind das Vorerkrankungen, zum Teil gibt es Vernarbungen, die einem noch in Zukunft wieder behindern. Also dort haben wir zum Teil schon Restprobleme herum. Aber dass die Schmalheit nicht erzielt wird, das bringt man immer an. Jetzt haben wir von der Frau Meichter gehört, dass sie 20 Jahre lang eigentlich wüsste, dass sie das hat, aber in dem sie nichts gemacht hat. Ist das gut? Soll man so lange wie möglich warten? Oder empfehlen Sie da, dass man doch vielleicht nicht gerade 20 Jahre wartet, sondern dann das irgendwann einmal machen lässt? Es ist richtig, dass wenn man lange wartet, dass Deformität und Fehlstellung schlimmer wird und für uns ist der Aufwand grösser. Die Operation ist aber die gleiche. Ich bin einfach der Meinung, man soll dann operieren, wenn der Patient sozusagen eine Bilanz ziehen zwischen Lebensqualität, Einschränkung, optischem Verhalten. Eben wenn Patienten dann nicht mehr die Füße zeigen, fühlen sie sich stört und so. Es gibt verschiedene Aspekte, die dazu führen, dass ein Patient sagt, jetzt ist es für mich soweit. Von daher sage ich immer, der Patient entscheidet den Zeitpunkt. Mhm. Würden Sie heute eher früher gehen, nehme ich an, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie war es bei Ihnen, bis Sie sich dazu entschlossen haben? Ja, ich habe mich eigentlich ziemlich schnell entschlossen, als die Entzündungen eigentlich praktisch nicht mehr weg sind und die Schmerzen auch nicht mehr weg sind, habe ich mich dann eigentlich ziemlich schnell entschlossen. Ich war auch im Spital Lindberg mit der Frau zusammen. Der Herr Doktor hatte einen Vortrag über das. Mhm. Und dort habe ich mich, als ich dann gesehen habe, wie das gemacht wird, dort habe ich mich dann eigentlich entschieden, also das mache ich jetzt. Also wie ist denn das, wenn es operiert ist, Herr Dr. Lutherburg? Ist denn das für immer und ewig repariert, operiert und fertig? Oder kann das allenfalls auch wiederkommen? Ich glaube, wenn man das Fadensystem nicht einsetzt, haben wir die Erfahrung gemacht, dass über die Jahre und Jahrzehnte der Fuß wieder breiter wird. Also wenn wir im jugendlichen Alter so einen Eingriff haben, das kommen wir auch über, die kommen nach 20, 30 Jahren wieder und haben aber eine voroperierte Situation. Da hat es noch kein Fadensystem gegeben. Ich erhoffe mir von diesem Fadensystem, dass wir die Rezidive, wie wir es nennen, weniger werden haben. Und ich habe von jemandem gehört, der in jungen Jahren das operieren lassen hat. Dort hat man nicht gross mit Schuhen und so weiter geschafft, das nicht gross entlastet. Das hat dazu geführt, dass die Person immer eine Fehlstellung hatte und jetzt aber irgendwie 10 Jahre später schon wieder Probleme hat. Auf was müsste man da achten? Gut, man müsste den Fall genau anschauen, was man korrigiert hat, wie man es korrigiert hat. Es ist natürlich schon so, wenn man im jugendlichen Alter etwas operiert, ist die Chance, dass der Fuß wieder breiter wird oder eine Fehlstellung überkommt, relativ gross. Ab welchem Alter würden Sie es dann empfehlen? Ab Abschluss vom Wachstumsalter. Also frühestens 18, 20, ja. Und kann man auch ein bisschen sagen, woher das kommt, nebst den Schuhen, nebst den vielleicht Fehlstellungen? Ist das auch genetisch bedingt zum Beispiel? Das ist für mich ein wichtiger Faktor. Ich sehe ja, erstens mal, Frauen haben das mehr als Männer. Etwa einer von 10, einer von 20 Patienten ist ein Mann. Es gibt Männer, die auch ein bisschen dehnbarer sind. Da wird der Fuß unter täglicher Belastung im Leben einfach mit der Zeit breiter. Das haben also mal Frauen mehr. Und dann gibt es innerhalb der Unterschied der Menschen gibt's Leute, die extrem dehnbares Bindegewebe haben. Und die kommen früh. Das sind die, die eben schon im jugendlichen Alter dann kommen. Aber die haben auch andere Dehnbarkeiten, Ellbogengelenk und so weiter, Schultergelenk. Und kann man da auch zum Beispiel präventiv etwas machen? Wir haben vorhin gehört, die Schienen nützen nicht wahnsinnig viel. Gibt es andere Möglichkeiten, ich sage mal, mindestens das ein bisschen rauszuzögern? Oder sagen Sie, nein, wenn so ein Hallux Valgus mal da ist, dann gibt es eigentlich nur Korrektur via Operation?
Das ist richtig. Also wenn man von der Breite des Fuß redet, da will man eine Gegenwirkung erzielen, das geht nur über die Muskulatur. Also müsste man von Anfang an als Jugendlicher auch Sport machen. Fußgymnastik ist zum Beispiel das Thema. Man kann mit Fußgymnastik eigentlich der Entwicklung bremsend entgegenwirken. Aber der Fuß wird leider in unserem Leben immer breiter und nicht schmäler. Mhm. Und eine konservative Massnahme wäre eigentlich, den Schuh anpassen, also breite Schuhe oder Massschuhe. Dann hat man zwar einen breiten Fuß, aber es tut einem nicht weh. Mhm, aber da sind wir dann natürlich wieder beim optischen Teil, wo nicht alle so, genau, sagen Sie mal, Riesenfloss anlegen. Muss man dann nach so einer Operation zum Beispiel etwas machen mit Physiotherapie? Muss man Übungen machen? Wie war das in Ihrem Fall? Ich kann gar nichts machen. Ich kann einfach wieder normal funktionieren nachher. Und Sie haben sich von Anfang an auch gerade wirklich wieder getraut, zum Belasten, zum, ja, richtig drauf zu stehen. Haben Sie nicht irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Hemmung gehabt, um wirklich drauf zu stehen? Nein, weil der schöne Schuh hier, der hat geholfen. Der hilft, ja, der hilft sehr gut. Ja. Mhm. Znach müssen Sie den aber, glaube ich, nicht anhaben, Landolt. Das wäre dann schon einmal ein bisschen einschränkender, oder? Ziehen Sie ab. Znacht ist der weg, ja. Und wie ist denn jetzt nach diesen 4 Wochen mit Schmerzen? Spüren Sie noch etwas? Ja, ich merke, dass man etwas gemacht hat daran, aber ich habe keine Schmerzen. Er ist zum Teil noch ein bisschen geschwollen, hat Schwellungen, aber Schmerzen ist eigentlich praktisch nichts. Habe ich eigentlich praktisch gar nie gehabt, Schmerzen. Was ich jetzt mache, ich gar nicht ein bisschen Bewegungstherapie für den Fuß, dass einfach die Zehen ein bisschen bewegt werden, weil ich traue mich noch nicht ganz, also der Fuß schon richtig draufstehen, aber die Bewegung, wenn ich jetzt den Schuh nicht anhabe, weil daheim, wenn ich daheim bin, habe ich den Schuh eigentlich nicht an, dann habe ich normale Hausschuhe an und die ist an die Sohle nicht so fest. Und dort traue ich mich eigentlich schon noch nicht ganz so richtig abzurollen mit dem Fuß, aber und darum gehe ich jetzt eigentlich in die Bewegungstherapie, dass man dort ein bisschen mithilft, dass das besser kommt. Aus chirurgischer Sicht könnt ihr aber voll belasten und auch abrollen. Ist richtig. Wir gehen einfach wie auf der Autobahn nicht direkt auf die Überholspur, sondern wir versuchen, 6 Wochen eigentlich eine Ruhezeit einzubauen, wo das Gewebe heilen kann. Man hat das Gelenk müssen eröffnen, darum hat er ein bisschen am Anfang Mühe oder man macht das nicht so gern. Aber rein von der Belastbarkeit her wäre das möglich. Aber so repetitive Belastungen führen dann zu Schmerzen, zu wieder Schwellungszuständen, Reizzuständen und das wollen wir eigentlich vermeiden. Vielleicht abschliessend noch, Herr Dr. Lauterburg, was würden Sie empfehlen? Wann ist es angezeigt, um das anschauen zu lassen von einem Spezialisten? Ab welchem Zeitpunkt sollte man nicht mehr warten? Also wenn jemand zur Überzeugung kommt, nachdem er alle Optionen, die er auch schon probiert hat oder gelesen hat, darüber, dass er mit der Schuhversorgung nicht mehr zu Rang kommt, der Schuh lässt ihm keine Schmerzfreiheit mehr zu, dann ist sicher ein Punkt da. Der andere ist, wenn der Patient in der Mobilität eingeschränkt ist. Also wenn man nicht mehr laufen kann oder er muss dann schief laufen, dann ist absolut der Moment da, wo man darüber reden sollte. Mhm. Bei euch beiden, glaube ich, kann man sagen, sie würden das sofort wieder machen, aber auch ein bisschen schneller und früher, oder? Auf jeden Fall viel früher, ja. Und sie freuen sich auf das Resultat, dass sie wieder normale Schuhe anlegen können. Ja, nehme ich jetzt einmal an. Ja. Und bei Ihnen ist es auch so, sie spüren, dass das gut war, dass sie die Operation gemacht haben. Die Lebensqualität wird sicher noch in ein paar Wochen noch mal besser sein. Wie lange gehen Sie noch in die Bewegungstherapie? Ich könnte es nicht mal genau sagen, etwa 2 oder 3 Wochen, glaube ich, wo ich noch gehe. Mhm. Und nachher, ich tue es, also mache die Übungen natürlich auch daheim. Ich tue es ein bisschen bewegen, immer ein bisschen so, aber das kommt gut. Da ist er eigentlich ein vorbildlicher Patient, dass er dann auch daheim noch ein bisschen die Übungen macht. Das hilft sicher, oder? Wir reden über das auch, über was passiert nachher, wie wichtig das ist und wie die Nachbehandlung aussieht. Und es ist eine Übergangszeit und da ist jeder ein bisschen anders. Der Vorsichtige wartet ein bisschen länger, der andere hat vielleicht ein bisschen mehr Zugang zu einer Bewegungstherapie. Das ist in dem Sinn individuell. Und so eine Operation dauert wie lange?
In der Regel eine Stunde bis eineinhalb. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Baustellen wir korrigieren. Dann kommt es ein bisschen darauf an, auch, ob jemand zum Beispiel sehr stark blutet. Dann muss man mehr Zeit zum Blutstillen aufwenden und so weiter. Da gibt es also einen Unterschied. Oder es gibt auch kontraktere Füße, die man mehr lösen müssen, bis man den Knochen wirklich verschieben kann. Also Männer sind ein bisschen aufwendiger zum Beispiel. Also das Gewebe von Frauen lässt sich mehr korrigieren. Aber so zwischen 60 und 90 Minuten. Und der Spitalaufenthalt braucht wie lange? Wir operieren an einem Tag X und dann bleibt der Patient ein bis zwei Tage. Ich finde es wichtig, dass man weiss, dass ein wichtiger Teil von der Nachbehandlung das Hochlagern ist. Mhm. Und ich rede mit allen Patienten über die Schwellungstendenz, die über Monate noch anhalten kann. Ja, dann hoffen wir, dass es bei euch weiterhin so ist und eben nicht gerade wieder auftaucht. Was könnte passieren, aber dass sie nicht gerade sofort wieder zum Dr. Lauterburg müssen und die nächste Operation ansteht. Besten Dank, Doktor, für die Ausführungen. Herr Landolt und Frau Meichler, ich wünsche Ihnen alles Gute. Als kleine Vitaminspritze gebe ich Ihnen nachher gerne noch schnell einen Apfel mit, offeriert vom Schweizerischen Obstverband. Ich sage immer an dieser Stelle, nützt es nichts, so schadet es nichts. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das war top nett. In ein paar Augenblicken gibt es bei uns das Neueste vom Tag aus den Kantonen Zürich, Schaffhausen und Thurgau. Ich würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben würden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Uns steht das Wohlergehen unserer Patientinnen und Patienten im Vordergrund. Privatklinik Lindberg.